Als nächstes haben wir, also ich finde, wir haben jetzt soweit eigentlich alles durch, was ich so persönlich bearbeite. Jetzt fängt natürlich das an, ihr müsst dem Bild letztendlich so ein bisschen so einen Feinschliff geben. Das heißt, man kann jetzt da anfangen mit den Farbkorrekturen, irgendwelche Sonnenblenden und solche Sachen. Und das ist immer so ein bisschen mit Tüfteln verbunden, finde ich. Man hat so seine gewisse Sache, die sagt man, okay, das funktioniert immer, das ist so mein Stil, das baue ich immer ein. Und so würde ich das jetzt in dem Fall auch vormachen. Ich sehe, wir haben auf dem Bild hier oben so ein bisschen Lichteinstrahlung. Sowas würde ich nutzen, verstärken. Wir haben ein paar Schatten außerhalb, die wir noch verstärken können. Ich persönlich, ich mag matte Bilder, wenn das Bild so ein bisschen matt wirkt. Ich stehe da voll drauf. Sowas würde ich machen. Ja, genau. Fangen wir einfach mal an mit dem Mattmachen des Bildes. Es gibt verschiedene Arten und Weisen. Man kann das über die ganzen, über die ganzen Gradationskurven machen. Da lässt sich das einstellen. Dauert mir zu lange. Ich brauche eh schon ziemlich lange für die ganze Bearbeitung. Dann mache ich es einen schnelleren Weg. Ich gehe ganz einfach hier in die Belichtung und beachte jetzt nur den Versatz. Und den kann ich einfach hoch und runter schrauben. Und ich merke, wenn ich das so ein bisschen hochschraube, kriegt das Bild schon einen matten Look. Ja. Und selbst hier würde ich schon sagen, je nachdem, wie man es machen will, bei dem Bild, ja, so 208, sagen wir mal 200, dann haben wir es glatt. Würde ich jetzt hier mal reinmachen und gefällt mir soweit schon mal ganz gut. Das ganze Bild ist ein bisschen matter geworden. Ja, man sieht es speziell in den dunklen Bereichen. Ich finde dann aber, muss man immer aufpassen, dass man trotzdem sein Augenmerk noch im Bild hat. Deswegen nehme ich mir da gerade nochmal einen Pinsel. Gehabt. Sagen wir mal 20% Deckkraft. Ja, 19 bis 21%, alles klar, passt. Schwarzen Pinsel, weiche Kante. Und jetzt male ich mir hier nochmal diesen matten Look ein bisschen weg, damit jeder weiß, hierum geht es eigentlich. Das möchte ich nicht so matt haben. Und natürlich steht das nochmal ein bisschen raus, das Ganze, ja. Genau. Seht ihr, so sieht es jetzt aus. Und da finde ich das ganz cool. Steuert natürlich auch wieder den Blick ein bisschen. So, als nächstes. Ich würde sagen, okay, hier oben Lichteinstrahlung. Ich hätte gern so ein bisschen Licht. Das ist noch ein bisschen das hier so ein bisschen verstärkt, dass man sieht, okay, von da hat es geleuchtet. Ich mache das immer auf eine einfache Art und Weise. Ich mache da ohne viel Schnickschnack. Ich mache mir eine leere Ebene. Mache die Deckkraft erstmal von meinem Pinsel auf 100%. Meistens mache ich so, dass ich mir die Farbe auswähle, die da irgendwie leuchtet. Das ist nämlich kein direktes Weiß, das ist ein bisschen was anderes. Nehme ich mir den Pinsel und mache einfach mal einen Punkt in die Mitte. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen außerhalb der Farbe, wo es noch ein bisschen dunkler wird, setze die Deckkraft noch mal ein bisschen runter. Bisschen kleiner das Ganze. Und setze das auch noch mal drauf. Und ja, dann setze ich mir das eigentlich einfach schon mal da hoch und ziehe mir das Ganze ein bisschen größer, sodass der weiche Schein, der dabei entsteht, ein bisschen mehr übers Bild kommt, so wie ich es mir vorstelle. Ja. So. Das ist mir allerdings immer ein bisschen zu krass, deswegen setze ich das auch ein bisschen noch runter. Ein bisschen ziehen. Ein bisschen nach oben verschieben, dass wir den weißen Punkt entdeckt da haben. Und setzen wir das ein bisschen runter. Man kann es auch mit verschiedenen
Modis machen. Könnte mal sagen, weiches Licht. Oftmals kommt da halt relativ wenig rüber. Kommt nicht so viel Schein. Deswegen, ich behalte es meistens in den normalen Modus. Mache einfach die Deckkraft ein bisschen runter. Und dann bin ich da schon ganz cool mit, finde ich. Gut, da haben wir das. Als nächstes, was würde ich machen? Lass mich kurz schauen. Ja, ich würde eine kleine Vignette drum machen. Es gibt auch dazu unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es machen will. Ich mache das auch immer relativ einfach. Ich nehme ja auch wieder mit Alt und der Ebenensymbol eine Ebene mit weiches Licht. Mache da auch wieder die Farbe mit 50% Grau. Dadurch, weil weiches Licht ist und die Ebene grau oder 50% grau ist, wird die nicht eingeblendet. Und bringt mir den Vorteil, dass ich darauf einmal mit Weiß und Schwarz malen kann und es wirkt wie Schatten. Deswegen, ich wechsle jetzt mal mit X hier die Farben. Mache nochmal hier die Kapazität hier um die 30. Upsala. Und nehme dann nochmal einen weichen Pinsel. Der versteht es bei mir übrigens voll oft immer auf 1%. Entweder liegt es daran, dass ich meinen Pinsel hin und her immer so verstelle. Vielleicht fällt es euch ein. Genau. Und jetzt male ich einfach mir meine eigene Vignette. Dann gehen wir aus dem Bild mal so ein bisschen raus. Ich male mir eine eigene Vignette. Letzte war ein bisschen viel. Also immer schön von außen einfach rantasten. Aha. So. Habt ihr eure Vignette? Ich mache die Karte mal ein bisschen schwächer. Oder so. 92%, das gefällt mir ganz gut. Auf jeden Fall, man weiß, man sieht, wohin der Blick gehen soll. Und zwar auf die Mitte. Viele werden jetzt sagen, ah, das ist aber nicht der goldene Schnitt. Ja, ist er nicht. Definitiv nicht. Habt ihr gut erkannt. Wollte ich aber auch nicht. Hatte ich kein Interesse in dem Moment dran. Okay. Jetzt haben wir die Vignette. Was vielleicht noch ganz cool ist, wir können mal mit der Gradationskurve, da hat man immer noch mal ein bisschen Spielraum, was die Farben angeht. Theoretisch könnte man so ein bisschen das Rot rausnehmen, das gefällt mir immer ganz gut. Es gibt immer so ein bisschen so einen darken, ein bisschen dunklerer Look, finde ich, aber trotzdem irgendwie geil. Ist immer eine Probiersache. Jetzt müsste ich aber auch mal mit euch hier ein bisschen ausprobieren. Ich gehe jetzt erstmal in die Blautöne. Ich mache das hier mal ganz dezent ein bisschen runter. Also ihr seht, was hier passiert. Hier auf der Seite, dann geht es in Richtung Gelbe. Wenn ich das auf der Seite mache, geht es ins Blaue. Und je nachdem hier auch wieder ins Gelbe. Ja. Ich schiebe das hier so ein bisschen runter. Dadurch kriegt es einen leichten gelblastigen Look. Und hier schiebe ich das noch ein bisschen hoch. Da kriege ich in die Schatten, hier drüben sind die Schatten, ein bisschen einen blauen Schimmer. Mir ist es jetzt auch gerade noch ein bisschen zu viel. Weniger ist manchmal mehr. Deswegen lasse ich es dabei. Nee, ich finde es noch ein bisschen krass. Ist noch dezenter. So gefällt mir das ganz gut. Genau. Wir können jetzt mal gucken, die Rotwerte. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, hier mit dem Button genau zu sagen, okay, der Bereich, der soll nur bedacht werden. Und ihr seht, auf der Pegel, der hier angezeigt wird, der schwingt auch hin und her, je nachdem, wo man sich im Bild befindet. Ja. Da könnt ihr ganz genau sehen, welche Punkte ihr beeinträchtigt. Ich mache das Rot mal ein bisschen raus.
ganz dezent. Geh nochmal in die dunklen Töne. Die auch noch ein bisschen runter. Ja, das gefällt mir ganz gut. Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Grün, weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Also immer am besten einen hellen Ton wählen. Ja, grün gefällt mir gerade nicht so. Nur so geht's eigentlich, aber. Ups, es hat kaum was bewirkt. Also würde ich es jetzt einfach erstmal so lassen. Das finde ich ganz geil. Ganz kurz nochmal zu unserer Vignette-Geschichte, die wir ja hier unten hatten. Die Vignette, die haben wir uns rundherum gemalt. Was da auch nochmal absolut hilft, um den Blick zu steuern, ist, wenn man einfach die Farbe Weiß nochmal dazu nimmt, die aber ganz mit ganz minimaler Deckkraft. Also, ja, machen wir mal 8. Mal gucken. Gucken, ob ich hier wieder 1% habe. Ne, ist 0. Okay. Weicher Pinsel und dann einfach mal in die Richtung gemalt, wo der Blick hinführen soll. Einfach nochmal 2, 3 Mal getupft. So, 1, 2. Und so wird dieser Bereich noch ein bisschen aufgehellt und du hast noch ein bisschen mehr Blick in dem Ganzen. So. Ja, so sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Was ich noch machen würde, oftmals wirkt es der Gradationskurve etwas entgegen, aber oftmals entstehen dann doch noch andere Sachen, wo man sagt, oh, das sieht eigentlich auch ganz cool aus, nehme ich doch das. Ich gehe in die Farbbalance und probiere jetzt mit diesen einzelnen Reglern nochmal ein bisschen rum. Jetzt gucken wir mal. Die Rotwerte, die wir vorhin rausgenommen haben. Dann vielleicht ein bisschen stark. Ich nehme da mal. Lass uns mal auf dem Wert 3. Also hier würde ich ganz, ganz dezent einfach nur, so damit man seinen eigenen Look so ein bisschen findet oder guckt, was man machen kann. Grün. Nee, gefällt mir nicht. Gucken wir mal die Gelb- und Blau-Werte. Ich denke, da haben wir schon relativ viel gemacht. Die lassen wir auch mal weg. Gehen wir nochmal gerade in die Lichter. Doch, ich würde sie doch. Machen wir also mal 1% rein. Grün, Magenta. Nee, mit denen kann ich mich heute nicht so anfreunden hier. Gelb, Blau. Lichter, da haben wir, wie gesagt, schon relativ viel. Also vielleicht so ein bisschen Gelb. Machen wir es mal minus 2. Dass es ein bisschen heller wirkt. Und jetzt gehen wir nochmal in die Tiefen. Ihr seht, alles was hinterherum dunkel ist irgendwie, das geht jetzt mehr ins Rot. Nee, lass ich auch mal raus. Obwohl, doch. Doch. Jetzt fand ich es doch ganz cool. Magenta, grün. Oh, hier flasht mich das Grüne doch wieder ein bisschen. Das vielleicht mal so ein bisschen reinmachen. Lassen wir es auch mal auf 2. 2 gefällt mir heute ganz gut. Dann haben wir die blauen Töne wieder. Lässt uns so ein bisschen so das warme von dem Bild rausholen, aber ist mir auch zu krass. Ich probiere es aber mal mit der Magisch 2 von heute. Ich weiß nicht.
Ne, lasse ich mal weg. Okay, aber ihr seht, das wirkt nochmal der Gradationskurve ein bisschen entgegen. Oftmals versaut man sich da ein bisschen die Einstellung, die man vorher gemacht hat. Aber man hat auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, ein bisschen rumzutüfteln. Deswegen finde ich es immer interessant und mache das auch mal ganz gerne. Was haben wir noch? Was könnten wir noch machen im Bild? Eigentlich nichts. Mir gefällt es so. Ja, dann lassen wir es erstmal so.